Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dallzeit hier mit Baldur's Gate 3. Wir sind wieder in unserem herzallerliebsten Camp und gucken noch, ob wir hier irgendwas rausholen können. Aber ich glaube nicht, nein. Wir werden, glaube ich, hier einfach mal das Lager verlassen und ja, hoffen, dass das Ganze irgendwie dann auch in die richtige Richtung geht. Sich auflösendes Tagebuch ist natürlich auch geil. Mal kurz gucken. Die brüchigen Seiten dieses Buches sind im Laufe der Jahre unleserlich geworden, mit Ausnahme einiger Namen, die in blutroter Tinte geschrieben wurden. Ein neueres, dickeres Blatt wurde direkt hinter dem vorderen Einband gelegt. Darauf steht Folgendes. Wurde in einem Gebäude am Ufer Richtung Süden gefunden. Gibt keinerlei Hinweise auf Sinn und Zweck dieses Gebäudes, bestätigt aber, dass wir bereits wissen, es ist sehr alt. Alles andere ist Spekulation. Okay. Nö, da brauche ich jetzt eigentlich nichts weiter wissen. Den brauche ich, glaube ich, auch nicht, oder? Ikaron, wer war das denn überhaupt? Sister. Sister. Okay, wir sind Schwestern im Geiste, das muss reichen. Ne, da haben wir Mattis. Mattis will ich gar nicht. Glaube ich zumindest. Muss ich mal gucken. Wir haben hier noch andere Endungen des Ganzen. Wir können hier rausgehen beispielsweise. Warum nicht? Warum nicht? Wir gönnen uns einfach mal so richtig. Und kriegen hier auch nochmal einen Zwischenspeicherer. Warum nicht? Gönnen wir uns einfach mal. So. Einmal hier poliert er durch. Gerippe und noch mehr Gerippe. Und noch mehr Gerippe und noch mehr Gerippe. Such a pretty song. So, können wir hier auch nochmal hier an den Wurzeln herabgehen? Warum nicht? Tagebuch aktualisiert. Untersuche den Strand. Wo haben wir denn das? Okay. Ah, da haben wir nochmal hier das komische Kindchen von vorhin, glaube ich. Du solltest nicht so im Wasser stehen, es ist zu gefährlich. Ich höre nichts. Komm zurück zum Ufer. Ach, es ist scary auf jeden Fall. Everything's gonna be fine once I get there. Ich glaube nicht. Um ehrlich zu sein. Was haben wir denn da? Wir haben Hab hier Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3. Das ist schon mal gut, dass es nur Stufe 3 ist. Da, das nehmen wir einfach mal so, wie es ist. Dissonantes Flüstern, Donnerwoge, Schlafen, Bane. Ne, das ist noch nicht aktuell. Nehmen wir einfach mal hier eine der Habchen. Warum nicht? Zack und schlafen. Okay.
So. Hier haben wir auch gleich mal einen Vergleich. Oder auch nicht. Ja, läuft bei uns. So, auch hier können wir noch mal zwischengehen. Warum nicht? Auch hier nehmen wir einfach mal den Bogen dazwischen. Ja, auch das trifft auf jeden Fall. So, können wir nochmal hier zwischengehen. Melody und Mirkon. Ah, ein Träumchen. Ich liebe es jetzt schon. So, haben wir auf jeden Fall schon eine Harp hier besiegt. Yes! So, können wir doch auch mal hier raffinierte Aktionen verstecken. Und von dort aus einfach mal hinterhältigen Angriff auf nicht Schattenherz, sondern nee, auch nicht Melody, sondern hier, da, jawohl, hab ich. Perfekt. Boing. So, auch hier können wir nochmal erhöhte Position. Da wollen wir doch. Ah, nicht ganz. Aber immerhin 11 von 24. Ah, hahaha, nicht ganz. Ah, es geht zumindest in die richtige Richtung. Auch hier können wir noch immer. Sounds like fun. Zack! Weg damit! So, das ist noch immer singend. Das ist noch immer schlafend, glaube ich. Aber egal. Gucken wir doch mal. Ach komm, machen wir nochmal neu. Nehmen wir nochmal ein bisschen Präzisionswasser und... Die 85% nehmen wir auch nochmal. Ach, war nicht perfekt, um ehrlich zu sein, aber... Irgendwas ist ja bekanntlich immer denkender Gedönsbums hier. Ah, schade. Schokolade. Dann gucken wir doch mal hier. Dissonantes Flüstern. Ja, passt doch schon mal ganz geil. Und zack. Der wird sich jetzt etwas auf den Weg machen und da wird näher geflogen. Yes! Okay, der macht zurückziehen. Ich hoffe nur nicht. Ach, puh, Glück gehabt. Ich hatte schon Angst, dass sich das ein Angriff provozieren könnte. So, einmal hier raffinierte Aktion verstecken. Nee, da haben wir das Verstecken. Einmal hier, zack! Bums, 12 Schaden. So muss das.
hier können wir auch noch mal an die Basis gehen. Ja, das ist doch in Ordnung. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal Stufe 1. Können wir hier nochmal 65 oder da? Nö, machen wir mal hier. Ach, schade. Das ist natürlich ärgerlich. Was haben wir denn hier? Böser Spott, warum nicht? Oh, leider nicht. Der ist verängstigt und fliegt an eine andere Position. Autsch. Okay, geht in Ordnung. Just like old times. Okay, das geht nicht so easy peasy. Yes! Genau die 5 Punkte brauchte ich. Okay, jetzt geht's auf verlockt. Nicht ganz perfekt, aber es geht okay. Dem Lied widerstanden, perfekt. So, was haben wir denn hier? Bonusaktionen oder Zaubertricks? Nö, das ist nicht so wirklich. On the hunt. Yes! Das ist es! Yes! What is that? Boom! I will have your head, Harpy! Hör auf rumzuschnüffeln, sie kommen sonst zurück. Sie lieben kleine, leckere Tieflingskinder. Ich mag es. Ach. Ich hätte die Bahnoption gehabt, aber nee, es passte so besser. Da nehmen wir den Schädel gerne mit. Aber da muss ich auch zugeben, das habe ich im anderen Spielstand noch gar nicht gemacht. Man wird immer wieder überrascht durch Dinge, die man doch noch gar nicht angegangen hat. Knochenhaufen. Nö, da sehe ich jetzt sonst nichts weiter. Dann mal schön wieder an der anderen Seite hoch. Ach, irgendwas ist ja bekanntlich immer. Aber wie gesagt, das habe ich echt im anderen Spielstand noch gar nicht gehabt. Aber umso geiler. Kann ich hier vielleicht noch mal schauen oder auch nicht? Ah, nö, nicht wirklich. So, you know about these parasites. Ah, ich guck noch mal hier runter. Vielleicht ergibt sich noch was. Hier zum Beispiel diese Truhe, die sieht doch geil aus.
Ich bin ja immer für ein bisschen extra Loot zu haben. Ich glaube, das bekomme ich hier. Die Holztruhe, sie sieht so verführerisch aus. 30 EP gibt es auch noch oben drauf. Perfekt. So viel gab es denn doch nicht extra. Schade. Mal kurz gucken, wenn ich jetzt hier springen. Da habe ich noch mal ein extra Nest. Da gucke ich noch mal extra. Einmal hier, zack. Da müssen wir noch mal ran, auf jeden Fall. Stapel teilen. Da gehen die drei auf jeden Fall an. Das ist Lazel. Yes! Ach, auf einmal! Auf einmal geht's auch mit Melody. Okay. Ring der sprühenden Farben. Vorratspaket, Knochen und ein Achat. Und ein rätselhaftes Tagebuch. Und ein tut mir leid. Miriam, verzeih, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Es ist viel geschehen. Zunächst eine gute Nachricht. Maggie Zweifinger wird dich nicht mehr belästigen. Ich habe ihr alles zurückgezahlt. Es tut mir leid, sie hätte deinen Namen nie erfahren dürfen. Und nun die schlechte Nachricht. Meine Liebste, ich komme nicht nach Hause. Zumindest noch eine ganze Weile lang nicht. Das Geld kam von einer Söldnergruppe, deren Namen ich besser nicht verrate, und ich habe zugesagt, im Gegenzug im Eisental einige Aufträge zu erledigen. Sie haben mich im Voraus bezahlt, weil... Götter, es ist so seltsam, das zu schreiben. Weil sie einen Hexenmeister brauchten, weil sie mich brauchten. Ich willigte in das Angebot des Kambions ein. Ich sage nicht, dass ich keine Wahl hatte, weil ich das gelungen wäre. Aber ich bereue es nicht. Ich bin ein neuer Mann. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben stark. Abgesehen davon, dass ich mitten in der Nacht durch den Geruch von Schwefel erwachte, habe ich keinen Grund zur Klage. Es kommt gerne vorbei, um zu sehen, wie alles läuft. Wenn du nicht auf diesen Brief antwortest, verstehe ich das. Und wenn du nicht willst, dass ich zurückkomme, nun, auch das verstehe ich. Ich liebe dich, Miriam. Und ich will, dass du glücklich bist, auch wenn du es nicht mit mir bist. Edmund. Okay. Geht auch in Ordnung. Okay, erstmal Sprung auf diese Ebene. Und von dort auf hier. Zack. Jawohl, schaffen die auch alle zurück. Was will ich mehr? Boing. Finde ich herrlich, dass die alle diesen großen Sprung schaffen. Hätte ich nicht gedacht. Aber okay, dann kann ich ja eigentlich mal kurz gucken. Den Ring der sprühenden Farben. Wem gebe ich das denn? Ich glaube, das gebe ich hier mal unserem Astarion. Warum nicht? So, Langschwert. Haben wir hier irgendwo einen adäquaten Ersatz? Schaufel. Nö. Ist nicht. Fallen, liebes Werkzeug. Kommt, wackelt und hat Luft. Ja, wird schon schief gehen.
Das ist schon leer. Mal kurz gucken, was haben wir hier. Oh, das geht eigentlich. 1300 hast du nicht gesehen. Da habe ich schon schlimmere Sachen erlebt, auf jeden Fall. Noch einmal hier gucken. Ah, da kann ich, glaube ich, auch noch mal. Da gehen wir noch mal rüber. Warum nicht? Einmal hier über Lazel. Und noch mal. Zack. Und noch mal. Zack. That might be worth a look. Ja. Und dann wollen wir mal Schäffele. Da gehe ich tatsächlich mit Melody mal ran. Eine leichte Armbrust, ein Lüttenbünden auf Gold. No one stopped me yet. Aber es macht nichts. Wir haben hier ein kleines bisschen was bekommen. Na, warte mal. Warte. Gucken. Och nö. Nö. Ich glaube, da sind wir doch ganz gut bedient. Nee, dann nehmen wir den Weg wieder zurück. Warum auch nicht? You fight well, but you're so efficient. Why not have a little fun? So, haben wir alle Leute wieder beisammen. Perfekt. Not to make spectacles. What a waste. Ja, dann würde ich auch sagen, schließen wir es für heute mal ab und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dallzeit mit Baldur's Gate 3. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.